Ich habe draußen eine extrem auffällige Spinne gefunden, die wie eine giftige schwarze Witwe aussieht. Wie stark ihr Gift tatsächlich ist und noch einiges mehr zeige ich dir in diesem Video. Hin und wieder schicken mir die Leute eine E-Mail mit Bildern von einer ziemlich auffälligen Spinne und meistens wollen sie als erstes wissen, was es ist und zweitens, ob es giftig ist bzw. wie giftig es ist. Und weil diese Frage nun oft genug gekommen ist, dachte ich mir, wir gehen mal kurz ein bisschen raus in die Natur und schauen mal, ob wir eine solche Spinne finden können und dann diese Fragen beantworten können. Als ich diese Spinne suchen gegangen bin, habe ich noch eine andere Spinne gefunden, die schon einigen Menschen einen Schrecken eingejagt hat. Ich zeige sie dir am Ende des Videos noch genauer, also auf jeden Fall dranbleiben. So, ich bin jetzt hier auf dem Weg in den Lebensraum der Spinne. Hier gibt es natürlich jede Menge andere interessante Sachen zu entdecken. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass man wie immer genau schaut. Bereits einige Meter von meinem Auto entfernt kreuzte ein sehr interessantes Insekt meinen Weg. Siehst du diese Wespe? Das ist eine Delta unguiculatum, auch Lehmwespe genannt. Diese Wespe bewegt sich ein bisschen zu schnell. Ich konnte von ihr leider keine hochwertigen Aufnahmen machen, aber das holen wir irgendwann mal nach. Jedenfalls gehört sie zu den größten Wespen Europas. Für Menschen ist sie ungefährlich. Ja, ihr hört vielleicht schon, hier ist ein Bach in der Nähe, das rauscht hier ziemlich. Da ist was. Hier haben wir eine Raubfliege. Diese Tiere sind extreme Räuber. Sie injizieren ihrer Beute ein Gift und saugen sie anschließend aus. Alles, was klein genug ist, wird überwältigt. Aber gut, konzentrieren wir uns auf die Spinne. Ich lasse mich immer viel zu schnell ablenken, weil es hier so viele interessante Sachen gibt. Ich finde einfach so dieses Fleckchen hier ziemlich schön. Da drüben auf diesem Berg, da sind wir auch oft unterwegs, wenn wir Videos machen und so. Irgendwo hier lebt diese Spinne. Man findet sie häufig auf den Blüten von verschiedenen Pflanzen. Übrigens, überall wo Blütenpflanzen sind, findest du in der Regel auch interessante Tiere. Der Nektar der Blüten lockt verschiedene Insekten an. Und diese Insekten locken verschiedene Räuber an, die sich von ihnen ernähren. Und oftmals locken diese Räuber sogar größere Räuber an. Worauf ich hinaus will, wer schnell und einfach interessante Lebewesen finden und beobachten möchte, sollte sich am besten mal eine Blumenwiese genauer anschauen. Dort findet man fast immer irgendwas. Außerdem möchte ich in diesem Bezug auch Gärtner, Landwirte und so weiter darauf hinweisen, Blumenwiesen mit einer hohen Artenvielfalt schonend zu behandeln, sie zu erhalten und zu schützen. Oh, schaut mal, wir haben die Spinne gefunden. Und hier haben wir auch schon die Spinne, die wir gesucht haben. Schau dir mal ihre geniale Färbung an. Sie sieht tatsächlich ein bisschen wie eine schwarze Witwe aus. Allerdings ist sie nicht mit ihr verwandt. Was wir hier haben, ist eine Synema globosum oder auch Glanzkrabbenspinne genannt. Hier sehen wir eine nahe Verwandte dieser Spinne, eine veränderliche Krabbenspinne. Solche auffälligen Farben in der Natur sind häufig ein unmissverständliches Zeichen und bedeuten so viel wie: Achtung, rühr mich nicht an, ich bin giftig und könnte dich töten. Wenn du das Gift dieses Pfeilgiftfrosches zum Beispiel in ausreichender Menge abbekommen würdest, hättest du nicht einmal mehr Zeit, dein eigenes Testament zu schreiben. Diese auffällige Spinne könnte dich unter Umständen für mehrere Tage lang ins Krankenhaus befördern und der Biss einer schwarzen Witwe kann im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. All diese Tiere sind sehr auffällig gefärbt. Aber wie ist es bei Synema? Ist auch sie so giftig? Nun, diese Spinne ist ziemlich klein, doch obwohl sie so klein ist, kann sie ohne Probleme viel größere Beutetiere innerhalb weniger Sekunden durch einen giftigen Biss lähmen.
Ihr Gift ist also tatsächlich ziemlich wirksam. Allerdings reagieren nicht alle Tiere auf jedes Gift gleich. Das Gift von Syneema ist bei Insekten extrem wirksam, weil sich die Spinne von Insekten ernährt. Bei Menschen verursacht der Biss einer solchen Spinne, wenn überhaupt, nur eine leichte Rötung, die nach wenigen Stunden bereits vergeht. Für uns ist die Spinne also absolut harmlos. Auf meinem Rückweg lief mir plötzlich eine weitere Spinne über den Weg. Diese kleine Spinne hat schon mehrmals für Angst und Panik gesorgt. Wenn du wissen willst, warum das so ist, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!